Hier ist euer Ratzenbande. Ja, im heutigen Video gibt es mal wieder wirklich nach längerer Zeit ein Backvideo. Und zwar backen wir heute mal passend zu Halloween, was ja jetzt demnächst auch vor der Tür steht, ein paar süße, schaurig, gruselige Spinnenkekse für eure Nager und auch für Kaninchen. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Zuallererst braucht ihr etwas Mohn. Dann noch etwas Mehl. Wenn ihr Buchweizenmehl nehmt, könnt ihr das Ganze auch für Tiere machen, die Getreide nicht ganz so gut vertragen, wie zum Beispiel Zwerghamster oder Meerschweinchen. Dann braucht ihr noch ein paar Saaten. Nehmt einfach die, die eure Tiere am liebsten mögen und am besten auch vertragen. Zudem benötigt ihr noch eine Schüssel, in der ihr das Ganze dann vermengen könnt, ein Brettchen oder eine ähnliche Unterlage, ein paar Kräuter und zu guter Letzt noch etwas Wasser. So, zuallererst nehmt euch erstmal die Schüssel hier und tut einfach die Zutaten rein. Ich habe jetzt hier 40 Gramm von dem Mohn einfach mal genommen und dann tut ihr schätzungsweise ein bisschen Mehl dazu. Ich mache jetzt hier mal so um die 3 Esslöffel, das sollte eigentlich genügen. Und dann fügt ihr halt immer ein bisschen Wasser dazu. Das müsst ihr auch so ein bisschen schätzungsweise immer machen, immer ein bisschen umrühren und dann immer wieder ein bisschen Wasser hinzufügen, weil nicht, dass ihr hinterher zu viel habt, dann pappt der Teig nicht mehr richtig aneinander und ihr könnt den dann hinterher nicht mehr richtig kneten. Und ja, das macht ihr dann so lange, bis es dann so eine eintönige Pampe ergibt, sage ich mal. So sieht das Ganze dann aus, wenn es so eine Masse ist. Und jetzt nehmt ihr euch euer Brettchen und dann fangt ihr an, die Sachen hier mit der Hand rauszunehmen und knetet die dann einfach so schön zusammen, dass es dann so ein Klumpen nachher wird. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Es ist so eine eintönige Masse halt. Sieht ein bisschen aus wie ein Stein, wie ich finde. Und ja, auf jeden Fall nehmt ihr euch jetzt dann ein Stückchen raus. Wie groß das ist euch überlassen, das ist vollkommen egal. Ihr könnt das natürlich auch auf die Größe eures Haustieres anpassen. Also sprich, wenn ihr jetzt ein Meerschweinchen habt, dass ihr das ein bisschen größer macht. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nur eine kleine Farbmäuse, dann könnt ihr das dann auch mal ein bisschen kleiner machen, damit das die Größe, die passende Größe für jedes Tier hat. Und ja, dann ist das jetzt hier der Körper der Spinne. Und dann steckt ihr einfach so von so einem Kräutermix, habe ich das jetzt hier genommen, so Stängel rein. Das sind dann die Beine eurer Spinne. Ihr könnt noch so ein bisschen gucken, dass ihr das so ein bisschen in Form bringt, damit das so ein bisschen noch spinnenartiger, sage ich mal, aussieht. Und ja, das macht ihr dann auf jeder Seite, steckt ihr dann 4 rein, weil eine Spinne hat ja bekanntlich 8 Beine. Und so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt fehlen nur noch die Augen eurer Spinne. Da könnt ihr dann die Saaten nehmen. In meinem Fall sind das jetzt hier einfache Sonnenblumenkerne, die ich hier benutze. Und die piekt ihr dann einfach so da rein. Also die poppt ihr dann einfach da dran, damit eure Spinne auch was sehen kann. Und ja, ich weiß, dass Spinnen eigentlich 8 Augen haben. Aber das sieht jetzt hier ein bisschen niedlicher aus, sage ich mal. Deswegen habe ich es jetzt einfach so gemacht.
Und ja, wenn ihr das Ganze dann fertig habt, wie man bei mir hier sieht, habe ich jetzt 8 solcher Spinnen rausgeformt und den Rest habe ich jetzt hier einfach an die Seite gepappt, weil jetzt hier schon so gut wie alles voll war, das gesamte Backblech. Und das Ganze müsst ihr dann für 30 bis 40 Minuten, da müsst ihr dann halt immer mal wieder reinschauen, wie dunkel die Sachen dann hinterher sind, dass sie nicht hinterher anbrennen, dann bei 100 Grad im Backofen lassen. Warum nur so wenig? Ganz einfach, weil die Sachen eigentlich mehr trocknen, als sie wirklich backen. Und zwar schon aus dem Grund, weil das hier ja auch alles schon getrocknet ist, damit das nicht hinterher anbrennt, die Sachen, macht man das dann nur auf 100 Grad, damit hier einfach nur dieser Teig hier schön durchtrocknen kann und dann schön fest wird. Die Sachen sind jetzt alle fertig gebacken und auch ausgekühlt. Man hört auch, die sind richtig schön hart mittlerweile geworden, also schön gut durchgetrocknet. Jetzt können sie dann auch verputzt werden direkt. So sehen die dann auch nochmal in der Nahaufnahme aus. Sehen ziemlich witzig aus, wie ich finde. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das bei meinen Tieren so ankommen wird. Und ja, ich zeige euch dann jetzt noch im Anschluss ein paar Szenen, wie meinen Tieren das so geschmeckt hat, meinen Ratten und meinem Hamster. Bei meinem Hamster muss ich mal gucken, inwiefern ich ihn vor die Kamera kriege, da Bumble ja ziemlich scheu ist und immer sehr spät aufsteht. Aber ja, da gucke ich einfach mal, dass ich ihn vielleicht irgendwie erwische, wenn er gerade wach ist. Und ja, dann würde ich mich schon mal an dieser Stelle wieder verabschieden und sage bis zum nächsten Mal und ciao.